Hallo ihr lieben Grünkohlfans, schaut mal, unsere Pflanzen hier sehen gut aus, die wachsen auch toll, aber wir können schon sehen, dass die unteren gelb werden, nicht mehr so schön. Und man kennt das ja, dass man sagt, ja, eigentlich ernte ich den Grünkohl erst nach dem ersten Frost, muss man gar nicht, die Sorte kann ich auch schon vorher beernten. Wir nehmen die unteren Blätter weg, die jetzt noch schön sind, die später irgendwann gelb werden würden, die kann man direkt zubereiten. Oder aber, wenn man sie noch ein bisschen süßer haben möchte, dann kann man sie einfrieren und dann zubereiten. So ist es noch viel effizienter mit der Ernte und wir können noch mehr aus unserem Gemüse, aus unserer Selbstversorgung rausholen. Super, oder? Und übrigens, Grünkohl kann man auch wunderbar direkt roh essen.